Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern war ich im Garten und habe mir schon Rhabarber geholt, richtig schöne Stängel, und habe gedacht, ich werde heute mal testen, meine Heißluftfritteuse in ihr den Kuchen zu backen. Und da werde ich den Teig machen für ein Blech und teile es auf zwei Teile, wo ich einen Teil kann in Heißluftfritteuse backen und einen Teil werde ich im Backofen backen. Und werde für euch einen Test und gleich Vergleich machen. Und dann können wir alle zusammen feststellen, was ist besser, was ist doch nicht so gut und so weiter. Oder vielleicht beides ist perfekt. Und lade ich euch ein zu meinem Test. Was wollte ich noch euch gleich kurz sagen? Ich habe mir auch so ein Set bestellt für die Heißluftfritteuse, wo ist so ein Korb dabei ist. In den möchte ich gerne dann später noch Brot backen probieren. Dann gibt es noch so eine kleinere Wanne. Dann gibt es noch so ein Gitter, wo kann man aufstellen, zum Beispiel in diese Wanne. Dann könnte Fett in diese Wanne tropfen. Und sogar gibt es hier auch Spieße, wo wir können dann Spieße drauflegen und Spieße braten. Ich werde das brauchen, aber es war dabei. Was mich noch interessiert, das sind die 50 Stück von so einem Formchen aus Papier. Welche passen genau in den Korb von der Heißluftfritteuse? Und kann man hier auch zum Beispiel sowas wie Gemüse machen? Oder Gemüse machen kann man auch in diese schmaleren. Dann die Gemüse werden nicht so trocken, wenn die einfach auf die Gitter liegen. Das wollte ich euch nur nebenbei zeigen, was ich mir schon besorgt habe. Und werde euch auch Link runterstellen. Könnt ihr auf den Link gehen und dann werden euch viele andere Vorschläge zeigen. Und dann vielleicht sucht ihr euch was Passendes dafür. Und jetzt fangen wir erstmal den Teig zu bereiten und fangen wir unseren Test an. Ich habe mir hier jetzt mehrere Formen vorbereitet und was kann ich noch sagen? Diese kleine Tortenform, ich glaube 17 cm ist die, passt auch sehr gut in den Heißluftfritteuse. Ich habe die schon auch mal probiert, weil die sind auch fast gleiche Höhe, was ich jetzt mir gekauft habe. Ist vielleicht 5 mm höher, aber die passt gut in die Fritteuse. Wenn ihr zum Beispiel keine Form habt, aber möchtet trotzdem so einen kleinen Kuchen backen, die passt auch da gut rein. Und in diese Form, ich werde erst mal sehen, wie viel Teig habe ich rausbekommen, möchte ich dann im Backofen backen. So, und jetzt fangen wir an, unseren Teig zu bereiten. Den Kuchen mache ich mit dem Streusel, deswegen fange ich erstmal den Streusel fertig zu machen. Ich habe jetzt hier 200 Gramm Mehl genommen, 100 Gramm Zucker, 1:2. 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter und 200 Gramm Mehl. Mehl kann man auch austauschen, halb, halb, zum Beispiel gemahlene Mandelnüsse nehmen. So, und dazu gebe ich noch eine schöne Teelöffel Zimt. Und werden wir jetzt mal Streusel machen. Erstmal reicht. Und dann kann man noch ein bisschen mit den Händen verreiben und dann ein bisschen so quetschen. Dann hat man auch so eine grobe Streusel. So richtig so fest drücken. Von den warmen Händen wird die Butter etwas weicher. Und macht dann auch große, so eine grobe Streusel. Das haben wir jetzt fertig und jetzt werden wir auch noch Rhabarber schälen. So, bei der Rhabarber schneide ich da, wo das Blatt war, ab. Und unten habe ich es auch schon abgeschnitten gestern. Da kann man noch diese angetrocknete anschneiden. Und von ganz erster Rhabarber schäle ich nicht komplett die Haut ab. Weil die ist nicht so holzig oder sowas. Die kann man schön nehmen. So, nun schneide ich so eine Stelle, was mir nicht gefällt.
und nur so ein paar abziehen. So, und dann schneiden wir die Rhabarber in so ein 1 cm Stückchen. Und wenn ich merke, dass irgendwo zieht sich, dann ziehe ich dann einfach ab. So. So, bereiten wir erstmal Rhabarber vor. So, Rhabarber habe ich jetzt fertig geschnitten in so ein kleiner Würfelchen. Und ich mache immer so, dass ich die für eine Minute mit kochend heißem Wasser übergieße. So wird sie auch bekömmlicher und wird schneller gar im Kuchen. Aber wirklich nur mal eineinhalb Minute. So, eine Minute ist vorbei, gebe ich auf den Sieb und lasse es richtig abtropfen. Lassen wir jetzt an die Seite stehen und bereiten wir erstmal unseren Teig fertig. Für den Teig habe ich ganze Päckchen Butter genommen. Es ist ziemlich weiche Butter. Gebe dazu Zucker und lasse ungefähr so 2 Esslöffel noch übrig für die Rhabarber oben streuseln. Ihr könnt natürlich auch weniger Zucker nehmen. Nur wenn man mit Rhabarber backt, dieser süße Teig und saure Rhabarber, das ist komponiert viel besser, wenn etwas mehr Zucker. Aber das ist natürlich Geschmackssache und ihr könnt das natürlich auch weniger Zucker nehmen, als ich im Rezept gebe. So, ein Teelöffelchen Vanillenzucker, Prise Salz und werden wir das erstmal kräftig aufschlagen. So, gut umgerührt und jetzt geben wir jede einzelne Ei in den Teig und werden wir jedes Ei eine Minute aufschlagen. So, Eier haben wir jetzt untergerührt und jetzt bleibt uns nur das Mehl. Mehl unbedingt durchsieben. Geben wir noch 2 Teelöffel Backpulver dazu. Und alle Zutaten, liebe Freunde, stehen unten in die Beschreibung. Und Speisestärke. Alles durchsieben. Wenn ihr wollt diese Kuchen auf dem Blech backen, dann könnt ihr schon Backofen zum Vorheizen anmachen, 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft. Und werden wir jetzt Mehl dazu geben, 2 Portionen und müssen wir nicht zu lange aufschlagen. Einfach kurz umrühren, dass so ein glatter Teig entsteht. Und dann der Rest. So, nachschauen, dass keine trockenen Zutaten sind dabei und es ist fertig. Der Teig ist sehr, sehr leicht. Schaut, wie so schön weich ist der. So, ein sehr schöner Teig geworden. Jetzt teile ich in 2 Formen. Wie gesagt, werden wir jetzt testen. Ich nehme jetzt diese Form und ich glaube, ich nehme auch diese Form für Backofen. Das ist für die Heißluftfritteuse. Werde ich erstmal aber meine Form etwas mit Fett bestreichen. Dafür nehme ich mein Backtrennmittel. Es könnte man natürlich auch mit Backpapier belegen, aber wir probieren auch ohne Backpapier. Es gibt auch eine so kleine Silikonformchen, welche auch passen in den Heißluftfritteuse. Dann kann man auch in denen backen. So, und jetzt verteilen wir unseren Teig. Mache so ungefähr. Weil diese Form etwas bisschen größer, nehme ich hier ein bisschen mehr. Glatt streichen. Ich hoffe, dass ich die gut rausbekomme aus dieser Form. Vielleicht sollte man doch Papier nehmen. Naja, mal schauen. Und auch für die Backofen. Dass wir ungefähr so eine gleiche Dicke haben, für besseren Vergleich. Jetzt obendrauf kommt jetzt Rhabarber. Ja, für das Blech, es wird ein ziemlich dünnerer Teig, habe ich ein bisschen zu viel Rhabarber geschält. Aber dann mache ich aus restlichen ein bisschen Kompott, auch nicht schlimm. Dann geben wir noch ein bisschen Zucker, was wir hier an die Seite gestellt. Und unsere Streusel.
So, jetzt haben wir beide Formen fertig gemacht und jetzt diese geht jetzt in den Backofen bei 180 Grad Umluft ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten. Musst ihr schauen nach Art eures Ofens. Diese geht jetzt in den Korb rein und geht dann in die Heißluftfritteuse und ich werde das backen ungefähr bei 160 Grad, erstmal so 10-15 Minuten. Müssen wir mal schauen. So, machen wir jetzt in den Heißluftfritteuse, machen wir unsere Fritteuse an und wählen wir Programm Backen. So. Nehme ich aber nur 160 Grad und hier stelle ich 12 Minuten. 12 Minuten. Und dann schauen wir, können wir immer noch ein paar Minuten weiter backen. Und liebe Freunde, das war jetzt alles ohne Vorheizen. So, 12 Minuten sind zu Ende. Jetzt schauen wir ganz vorsichtig, was da getan hat. So, ja, schaut hier. Es ist sogar schon ein bisschen angeröstet oben. Jetzt machen wir noch Stäbchentest. Es ist eigentlich trocken, aber ich glaube, ich lasse noch 3 Minuten backen, dass es 15 Minuten ist für die Sicherheit. So, 3 Minuten. Dann habe ich 15 Minuten insgesamt und hier 160. So, jetzt sind die 15 Minuten, war unsere Kuchen. Jetzt holen wir ihn raus. Sieht super aus. Schaut, es ist knusprig. Probieren wir noch mit den Stäbchen. Den Test, ob es Teig ist, wirklich ist nichts zu sehen. Ja, doch ein bisschen. Vielleicht sollte ich ihn einfach in den Heißluftfritteuse einfach drinnen noch ein paar Minuten lassen. So, ich habe mich jetzt entschlossen, noch für ein paar Minuten noch reinstellen. Es war insgesamt jetzt 15 Minuten. Vielleicht nehme ich noch 3, 18 Minuten. Ich muss mir austesten. Vielleicht musste mal eigentlich die Temperatur für Backen höher stellen. Aber wir lassen jetzt so. So, habe ich jetzt meinen Kuchen 18 Minuten bei 160 Grad Umluft gebacken. Jetzt lasse ich ihn in Ruhe abkühlen, hole es mal raus und hier auf die Gitter werde ich ihn abkühlen. Weil Lena möchte ich ihn nicht in die Fritteuse lassen, dass der oben nicht zu so verbrannt die Streusel ist. Und wenn es abgekühlt ist, werden wir sehen, wie es da durch und wie es das uns gelungen. Mein Kuchen im Backofen ist jetzt schon 25 Minuten bei 180 Grad Umluft mit 10 Minuten Vorheizen ist immer noch auch nicht fertig. So, es sind jetzt 43 Minuten vergangen, bis dass mein Kuchen fertig ist. Und schaut, sehen fast gleich aus, bis das endlich mein Stäbchen sauber ist. So, jetzt lassen wir beide richtig gut abkühlen und dann testen wir, wie die innen drinnen aussehen. So, die Kuchen haben sie sich schon abgekühlt. Den könnte ich natürlich nicht rausnehmen, leider. Weil ich habe kein Papier reingemacht. Ich muss jetzt mal beide so reinschneiden. Hier, ihr seht, wie es aufgegangen sieht, auch so. Und hier aus der Heißluftfritteuse, es ist ein bisschen hier in der Mitte runtergefallen. Ich vermute durch meine immer anhalten, reinschauen, das ist gar nicht so gut für den Teig, wie ist es auch im normalen Backofen. Da müssen wir uns noch einfuchsen. Ich würde sagen, wir schneiden erstmal jetzt ein Stückchen ab und holen wir raus und dann können wir mal ein bisschen mehr beurteilen, wie und was. Ich versuche ihn jetzt mit so ein Stückchen erstmal rausnehmen. Wenn ich den Teig anschaue, der sieht gut aus, wirklich durchgebacken. Nur wie gesagt,
muss man oder Silikonform nehmen oder Papier reinlegen, dass man mit Papier kann man den Kuchen rausnehmen. Aber ich möchte euch gerne zeigen, was uns alle wichtig ist, ob es durchgebacken unser Kuchen ist und wie locker ist der. Schaut ihr, ist alles schön durch. Sieht sehr gut aus. Durchgebacken, locker und natürlich jetzt krümelig. Jetzt schneiden wir aus dem Backofen. Der war 43 Minuten bei 180 Grad Umluft. Natürlich hier in dieser Form kann ich besser schneiden und sieht eigentlich genauso. Schaut ihr, beide Teller, hier und hier. Alles schön durchgebacken. Fazit, dass in Heißluftfritteuse kann man wirklich Energie und Zeit einsparen. Und hier ist auch natürlich sehr gut, aber für so einen kleinen Kuchen, für zwei Personen, was wir sind, die große Backofen anzumachen, finde ich absolut nicht sparsam. Mit der Heißluftfritteuse bin ich viel, viel besser dran. So, meine Lieben, ich möchte gerne einen Nachtrag machen wegen dem Kuchen, weil gestern war ich nicht so richtig 100% so zufrieden mit meinem Kuchen aus den Luftfritteuse. Und das ist natürlich nicht Schuld von der Luftfritteuse, sondern meine Unerfahrung. Heute habe ich gedacht, ich backe ihn nochmal nach, weil ich hatte noch übel von Rhabarber und dachte, mache ich nur die Hälfte von dem Teig, dass ich nur dann die Luftfritteuse testen kann. Und so ist es jetzt geworden. Ist noch lauwarm, aber es geht schon. Und heute habe ich in meinem Formchen natürlich auch Papier reingelegt. Ich habe einfach zwei Streifen so gelegt, dass ich dann kann besser rausnehmen. Und jetzt trage ich es mal auf den Tortenteller und dann schneiden wir ein Stückchen und schauen, wie es das heute aussieht. Heute ist er auch nicht in die Mitte zusammengefallen. Alles gut. So sieht er aus. Und ich habe dann beide Programme backen. Wenn er draufklickt, der zeigt 165 Grad, habe ich die gelassen und 30 Minuten gebacken. Und dann so ist das geworden. Es war gestern wahrscheinlich auch zu niedrige Temperatur und zu kurzerer Zeit, weil dieser Kuchen ist mit Obst und Obst hat auch die Feuchtigkeit. Natürlich wird es auch länger gebacken als in so einem normalen Rührteig. Es war auch im Backofen 43 Minuten plus 10 Minuten Vorheizen gewesen. Jetzt habe ich ohne Vorheizen gemacht, aber bei 165 Grad 30 Minuten. Jetzt schneiden wir ein Stückchen ab. Dann nehmen wir ein Stückchen und heute fällt er nicht auseinander, weil kann man schön schneiden. Schaut ihr, wie toll er sieht aus und ist ziemlich schön dick. Heute bin ich aber voll zufrieden mit meinem Ergebnis, weil nur beim Ausprobieren es wird immer besser und besser. So, liebe Freunde, heute bin ich total zufrieden und wünsche euch viel Spaß mit eurem Gerät und wir werden weiter experimentieren und weiter lernen. Irgendwann wird es für uns nur einfach ein Klacks wie mit normale Backautomat. Aber das finde ich es wirklich perfekt für so eine 2-3 Personen für die Familie, sogar für 4 Personen. Es ist so schnell gemacht und dann ist schnell fertig und muss man ein großes Gerät einmachen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!